Ja, jetzt muss ich auch ein bisschen was über mich erzählen. Also, mein Name ist Ibrahim Ismail von Paideia e.V. und worüber werde ich reden? Ich werde über Nachhaltigkeit sprechen. Ich werde darüber sprechen, wie Jugendliche, die verhaltensauffällig, zum Teil kriminell waren, zu Rollenvorbildern in ihrem sozialen Brennpunkt geworden sind. Ich werde darüber sprechen, warum Schulen scheitern und was für eine neue staatliche Institution her müsste. Und ich werde darüber sprechen, dass wir eine empirische Studie gemacht haben und beweisen konnten, dass prachtvolle Jugendliche Verantwortung übernehmen können. Könnt ihr mal ganz kurz kommen? Die sind alle größer als ich mittlerweile. Da muss ich schon ein bisschen Angst haben. Das ist der Hillel, der Alpa, der Ötmen. Und die haben es geschafft, einen sozialen Brennpunkt mit 1500 Kindern und Jugendlichen, das kann ich wirklich sagen, das zeigen die Zahlen, zu einem Rentnerort gemacht. Diese Jungs und ja, dann noch 5 weitere. Das will ich gleich vorstellen und auch ein bisschen über den Bildungsbegriff sprechen. Denn wir reden sehr viel über Bildung, meinen aber immer Ausbildung und nicht Bildung. Gut, vielen Dank.